Ja. Danke für Ihre Hilfe. Sie sollten bei Manny vorbeischauen, unserem Koordinator. Oben im blauen Raum. Und kommen Sie wieder, wenn Sie mal technische Hilfe brauchen. Alles klar, Dennison. Lager 0. Postfach. Gewährt. Alles klar. Ich kein Plan, wo ich das bekommen habe. Also warum? Ich habe Stufe 3. Ja, die ist ab Stufe 3. Natürlich ist sie ab Stufe 3. Wo ist Mods nochmal drin? Hallo? Bin ich blind? Geht das noch nicht? Optionen, Favorit, Werte, okay. So, wir haben neue Fähigkeiten verfügbar. Nein, uns geht's gut. Passt, euch geht's gut. Dann geht's mir auch gut. Das sind Sie. Ich will aber der Footballspieler sein. Willkommen in DC. Ich bin Manny, der Funker. Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Der Funker. Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Was ist mit ihm, Alter? Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Stellen Sie sich bei ihr vor. Wenn wer weiß, wie man die Systeme online bringt, dann Sie. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Hua! Ach übrigens, Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können. Boah, das war mein Handy. Alles klar. Mann, meine Nase juckt die ganze Zeit. So. Mitgenommen Behälter Feldexperte. Ich habe keine Ahnung. Bekleidung haben auch was. Eine Rucksacktrophäe. Natürlich die, wo ich jetzt nicht gerade sehe. Capitol Hill. Und das ist eine Vorratskiste. Belohnung für den Abschluss des Einleitungseinsatzes in der Dark Zone East in der Open Beta. Ah, jetzt hat. Ein besonderes Andenken an die Teilnahme der Beta. Ja, dann nimm auch die doch. Ich weiß, ich war in der Beta dabei. Jetzt wisst ihr es auch. Fleißiges Bienchen. Ein Dankeschön für die... Okay, ja, passt schon. Von Ghost. Von Odyssey. Und von Siege. Ich lasse einfach einen Phönix auf mir. Der ist halt Kult. Der ist Kult, Mann. Was haben dafür Behälter schon wieder? Ich glaube, das sind Skins. Also, hoffe ich zumindest. Ja, wer es braucht. Digga, wer es braucht. Warte mal schnell. Ich hab noch 3. Okay.
Eine Hose. Deckerhose. Ja. Ich hab die jetzt nicht angezogen. Ja. Ja. Da kommt was Legendäres raus und dann ist es so eine Hipsterbrille, Alter. Was ist mit euch? Blau! Ich will nichts Blaues! Ja, ich weiß ja nicht. Passt nicht so irgendwie. Na gut, wer hat sich's angezogen? Ist das ein Spiel drin, der Hintergrundgeräusch? Ich glaube schon. Ja, ist schon. Da schreit halt wieder einer rum. Das erkennt man ja. Das kennt man ja so. Obwohl die Mütze schaut eigentlich nicht mehr so schlampert aus. Ach komm, ich zieh die jetzt einfach an. Ich finde, mit der Brille schaut die nicht mehr so schlecht aus. Bekleidungsgeschäft, natürlich. Ich kaufe mir halt irgendwas für Geld. Natürlich. Nee, Alter. Achso, ja, der Rest ist ja schon drin. So, wir haben eine Mütze. Jetzt sind wir der Killer auf der Schillerstraße. Ja, neue Fähigkeiten, ich muss... Huch, hier geht's runter. Oh, ich muss es irgendwie anders machen, ey. Es ist sowas von unhandlich so zu spielen. Ohne dieses Kissen. Ey, Cop. Sie sehen wissensdurstig aus. Welche neue Fertigkeit möchten Sie? Weiß nicht. Das eine, das andere. Boah, was habe ich in der Beta benutzt? Ich weiß es gar nicht. Also Suchmine ist natürlich echt nice. Geschützt kennen wir halt. Impulsgeber kennen wir natürlich auch. Glühwürmchen. Oh, ich muss auf weiter drücken. Den Scanner. Wollen wir den Scanner behaben? Ja, ich... Man hat hier 3 Stück. Also ich benutze erstmal den Scanner. Impulsgeber halt. Wie man so ihn kennt. Ich mach auf Q. Ich hab nur eins, oder? Okay, ich, Vorteile, Vorteile freischalten, Stufen der Vorteile, alles klar. Ich brauche es eigentlich nicht durchlesen, aber ihr könnt ja Pause drücken, falls ihr euch durchlesen wollt. Ich kenne es schon. Ein zweiter Waffenplatz. Agent fordert Verstärkung an. Bis spät. Was ist denn das schon wieder hier? Stützpunkte. Die feindlichen Fraktionen in DC haben ihr zentrales Standbein in Form von Stützpunkten. Sie können die Fraktionen schwächen, indem sie Haupteinsätze abschließen und sie sich so Zugang zu ihren Stützpunkten verschaffen. Alles klar. Siedlungen. Die zivilen Milizen kommen aus den Siedlungen. Siedlungen sind sichere Oasen. Echt? Nicht Orte? In denen Zivilisten sich zusammengeschlossen haben, um sich zu unterstützen. Kennen wir halt, Siedlung. Da waren wir in der Beta halt schon drin. Es ist normal, dass es so dunkel ist. Aber wahrscheinlich nicht erkundet ist, oder? Hey, Sie! Machen Sie's gut! So, was ist das? Behälter, Feldexperte. Handschuhe und eine neue Pistole. Nice. Ich bin schon Level 2. Das ist natürlich noch besser. Dann tue ich mal das mal... Ah, jetzt geht's los.
Schrott markieren. Schrott markieren. Ja, nicht als Favorit. Als Schrott. Als Schrott markieren. Das markieren wir nicht als Schrott. Hier hat man noch eins gleich. Okay. Bam, ich nehme schon wieder eine Stunde auf. Wo läuft denn die Zeit vorhin? Kommen Sie her, Agent. Sehen Sie sich an, was ich für Sie habe. Echt? Was hast du? Schnäppchen gefällig. Ja, diesmal geht's halt leider nicht mehr mit diesem Geldbacke, wo ich beim ersten hatte. Es war kein Geldbacke, ich hatte einfach High Equipment, sag ich, verkauft. Wo ich fast 1 Million hatte oder sowas. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Ja, es geht. Finden Sie Odessa Sawyer in der Theatersiedlung? Falls man die so ausspricht, ich glaube schon. Die Viertel, die Sie durchqueren, sind Hyena-Gebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Und was Sie nicht stehlen können, zerstören Sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können Sie nicht viel ausrichten. Versuchen Sie also, ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Ich sehe natürlich den Glut gleich wieder. Die will nicht sterben. Aua, aua. Na los, geh schon rein. Wo soll ich reingehen? Ich geh nicht in dein AA rein. Alles klar, wir können los. Ich nehme einfach alles auf. Muss ich zu denen? Nee. Hier liegt natürlich mal wieder ein Rucksack. Ein wunderschöner Rucksack. War da nicht gerade was Orangenes? Nein. Hat es hier nicht geleuchtet? Natürlich hat es geleuchtet. So. Ich weiß noch, wo jeder Loot liegt. Ich weiß es. So. Lag hier nicht auch noch irgendwas? Ja, hallo. Ja, jetzt hat. So, jetzt wird es glaube ich langsam wieder hell, kann es sein? Schau nicht, dass da Gegner sind. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Funksprüche von Hyenas. Hyenas, ja. Ja, war schon. Ihr wisst schon das. Ja, ja. Jetzt? Warte, sie sind noch zu weit verteilt. Das wird so verdammt gut. Nicht, wenn sie uns vorher bemerken. Bleib mit dem Kopf unten. Sieh dir diese Idioten an. Keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das ist ja gerade der Plan. Nimm den verfluchten Kopf runter. Worauf wartest du? Die sind noch nicht mal bewaffnet. Das wird voll die fette Piñata-Party. Wenn du Süßigkeiten erwartest, muss ich dich enttäuschen. Der Süßkram ist egal. Wirklich witzig ist, wie er überall rumfliegt, wenn man so richtig auf die Piñata eindrischt. Ich glaube, ich werde nicht enttäuscht sein. Ja, der hat keine Probleme. Gar keine. Weil sein Leben ein Problem ist. Ich glaube, das müssen wir auslöschen. Downtown East entdeckt. Und die Sonne kommt raus. Boah, schaut das geil aus. Also, ich weiß nicht. Okay, auf dem zweiten Monitor schaut das nicht so geil aus. Aber auf meinen hier schaut das mega aus. Das müsst ihr schon so auch sehen. Wie gesagt, mein zweiter Monitor ist echt Müll. Der ist auch nur für OBS da. Da hat jemand ihre Tage gehabt. Warum ist denn hier alles voller Farbe? Das wundert mich immer.
Ich hab keine Ahnung. Vielleicht war es eine Farbbombe. Ah, es gibt das sowas wie einen Entdeckungsradius. Okay. Eigentum stinkt nicht, nein. Was ist denn das, Alter? Das ist ein Gewehr. Brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben einen Mod, kann es sein? Nein. Offensichtlich nicht. Warum leuchtet? Achso, ja. Achso, jetzt zeige ich. Okay. Das zeigt nur was eins an. Ich dachte, es ist was Neues. So. Hier liegt die Bampe rum. Das ist ja mega. Ich glaube, die Helligkeit müsste echt passen. Oh, eine Apex-Soße. Blündere ich einfach mal. Ich guck mal später, irgendwann später wieder durch. Was Klamotten angeht. Alter, Falter! Oh, jetzt krieg ich dich! Boah, Alter, die haut ja alles raus! Ja, holy moly! Die haut das Magazin in 2 Sekunden raus! Ja, da mal! Habe ich den jetzt gerettet? Okay. Muss ich erst wieder dran gewöhnen. Ich habe Division schon eh nicht mehr gezockt. Seit der Beta nicht mehr. Auch nicht das erste. Wie gesagt, wenn du das zweite gezockt hast, kannst du das erste nicht mehr spielen. Finde ich. Weil es halt einfach viel geiler ist. Nicht nur wegen Grafik, Steuerung oder sowas. Nur das Gameplay, ey. Macht schon viel mehr Bock. Weil du ballerst keine 50.000 Magazine mehr rein. Nur noch in die wirklichen Juggernauts. Und die haben es natürlich jetzt realistisch gemacht mit die Rüstung. Weil ich habe jetzt auch mehr Rüstung. Aber die Juggernauts kannst du halt immer umgehen. Wenn ich auf dem Radar gleich gucke, habe ich Angst. Sehr viel Angst. Oh, ich muss glaube ich jetzt dann was essen, weil ich zitter schon wieder ein bisschen mit der Maus. Muss ich gleich mal Schluss machen. Ja, ich nehme eh schon eine Stunde auf. Dann machen wir mal kurz einen Cut hier gleich rein. Vielleicht wenn ich hier noch was zum Looten finde, können wir hier einen Cut reinmachen. Oh, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Da ist meistens immer böse hier. So, das nehmen wir noch mit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Oh, da sind viele Leute hier gestorben. Aber ich will gar nicht nachdenken, wie viele Leute hier gestorben sind. Und wenn das mal in echt passiert, ey.
Ja, du hast viele Amokläufe in letzter Zeit gehabt und sowas. Vor kurzem ist wieder ein Anschlag in Kyoto in Japan. Auf dem Anime-Studio oder Zeichentrick-Filmstudio. Sind auch wieder über 24 Leute gestorben, ey. Brand, Stiftung. Aber ich glaube, es war schon eine Explosion, nicht nur Feuer. Es war schon. Vielleicht sogar was Chemisches. Chemisch mit Sch geschrieben. Chemisch Bombe. Nee, aber Feuer. Irgendwas mit Feuer. Ist auch egal, ich will jetzt halt nicht über schlechte Dinge reden hier. Es ist ja ein Let's Play. Wir wollen natürlich hier abschalten und nicht über Politik labern. Deswegen nehme ich auch solche Themen eigentlich nicht. Das war jetzt nur mal so ein Beispiel. Oh, da ist eine Kiste. Oh, Medipack, oder? Ja. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Wieder schauen, reingehauen.